Herzlich willkommen zur 50. Sendung des UniTV, heute aus dem Studio 2 der Color Grading Suite im MMZ. Unser erster Beitrag beschäftigt sich mit Lost Places, geheimnisvollen Orten, die heute ganz anders genutzt werden als zu ihrer Entstehungszeit. Wir befinden uns gerade an der alten Druckerei in Halle. Diese steht seit mehr als 2 Jahrzehnten leer, darf nicht betreten werden, wird aber auf der anderen Seite auch nicht saniert und neu genutzt. Wir zeigen euch heute 3 Orte im MDV-Bereich, die ebenfalls lange in Vergessenheit geraten sind und heute wiederbelebt werden. Unsere erste Station ist die kleine Stadt Zeitz im Südosten Sachsen-Anhalts. Vom Altmarkt aus geht es in Richtung Michaeliskirche. Ihr gegenüber liegt der Einstieg in das Gangsystem. Dann tauchen wir ab unter die Erdoberfläche, in das Tunnelsystem des Zeitzer Untergrundes. Hier stehen dir mehr als 1,5 Kilometer hautnahe mittelalterliche Geschichte bevor. Mein Name ist Thomas Kreil, ich bin noch Vorsitzender dieser Interessengemeinschaft Unterirdisches Zeitz und bin Gründungsmitglied des Vereins Unterirdisches Zeitz. Ja, das Unterirdische Zeitz ist eine Erweiterung der Kelleranlagen, die bergmännisch in den Berg hinein vorgetrieben wurden, also eine Art Stollensystem. Das sind ganz einfach Erweiterungen der Lagerräume gewesen. Aber später, wie hier in diesem Fall, angefangen zu Luftschutzzwecken und später dann für die Gestaltung dieser Führungsstrecke verbunden worden sind. Die Länge der Gänge, also wenn wir mal die Anzahl der mittelalterlichen Häuser nehmen und einen Durchschnittswert schätzen, dann sind wir irgendwo je nachdem bei 1,8 bis 2 oder über 2 Kilometer. Es gab auch Leute, die haben ja 15 Kilometer veranschlagt. Wir haben heute in Zeitz ungefähr 1,2, 1,3 Kilometer zugänglich und zeigen hier im Führungsgangsystem etwas mehr als 1,5 Kilometer. Wieder an der Oberfläche angelangt, geht es zu unserem nächsten Ziel. Man kann es bereits von der Autobahn 38 aussehen. Der Bergbautechnikpark ist ein ehemaliger Braunkohletagebau, der heute als Freilichtmuseum genutzt wird. Mein Name ist Bernd Dorenburg. Ich habe selbst mal hier gearbeitet, 21 Jahre im Tagebau Estmain. Der Besucher kann hier sehen, wie ein Tagebau mal gearbeitet hat. Hier stehen die Geräte, als würden sie noch arbeiten. Hier steht ein Bagger, ein Tausender. Ein SRS-1000 und ein Absetzer, ein Bandabwurfgerät, genauer gesagt. Und das sind eigentlich die Highlights, die man von der Autobahn sieht. Diese Geräte haben den Damm von der Autobahn geschüttet. Umgeben vom Markt Kleeberger und Stürmtaler See ruhen die alten Industriegeräte des ehemaligen Tagebaubetriebes Espenhain. Hier soll authentisch und nachvollziehbar ein kompletter Förderzyklus nachgestellt werden. Auf einer Fläche von 4,5 Hektar wird ehemalige Maschinentechnik und Logistik mit einer touristischen Attraktion verbunden. Die Öffnungszeiten sind von März bis November. Eintrittspreis pro Person 7 Euro, Familienkarte 15 Euro und Kinder die Hälfte. Vom Süden Leipzigs geht es zu unserer letzten Station, der ehemaligen Papierfabrik in Halle-Kröwitz. Seit den 30er Jahren ist der wichtigste historische Papierstandort in Deutschland nicht mehr in Betrieb. Lange war dieser Ort der Spielplatz vieler Graffiti-Künstler, die ihrer Kreativität hier freien Lauf lassen konnten. Die Spuren dieser Zeit sind in den Gebäuden allgegenwärtig. Jetzt wird ihm durch die Immobilienentwicklung Schuh zu neuem Glanz verholfen. Aktuell laufen Arbeiten zum Abbruch und der Entkernung. Die Firma hat bereits mit dem Solbad Wittekind und dem Steintor-Varieté Erfahrung mit denkmalgerechter Sanierung bewiesen. Hier sollen Luxus-Apartments mit eigenem Wasserkraftwerk entstehen. Bis dahin ist der Zutritt allerdings nicht nur untersagt, sondern auch lebensgefährlich. Das waren nur 3 Beispiele, die vergessene Orte wiederbeleben. Wir hoffen, dass auch weiterhin verlassener, ungenutzter Raum eine neue Funktion erhält, anstatt zu verfallen.
Bibliotheken sind die Gedächtnisse der Menschheit, die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart. Das sagte schon Wilhelm Hoffmann. Auch Halle hat eine solche Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart zu bieten. Äußerst zentral gelegen, bleibt sie doch den meisten Augen verborgen. Was es dort zu entdecken gibt und vor allem wo diese Brücke liegt, das seht ihr im nächsten Beitrag. Jeden Tag passieren hunderte Menschen den Marktplatz. Doch kaum einer nimmt den historischen Schatz wahr, der direkt hinter dem Pfarrhaus zu finden ist. Die Gründung der Marienbibliothek geht auf eine Idee, auf eine kleine Schrift von Martin Luther zurück. Er schrieb an die Ratsherren der Städte, dass doch in den großen Städten, Halle gehörte damals dazu, öffentliche Bibliotheken und öffentliche Schulen eingerichtet werden sollen. Er schrieb auch ein bisschen was über die Bestände, die angeschafft werden sollen. Es ging um eine umfassende Bildung, also nicht nur Bibeln und ja, Bücher zu Sprachen, sondern es sollten alle Wissenschaftsbereiche angeschafft werden. So befinden sich hier unsere Gelehrtenbibliotheken. Das ist von 4 hallischen Universitätsprofessoren, die uns per Testament ihre gesamte Bibliothek vermacht haben. Das sind ungefähr 8000 Bände mit ca. 17.000 Titeln. An den Fensterreihen im Magazin stehen unsere Gesangbücher. Diese Sammlung umfasst ca. 6.500 Bücher. Andere Schenkungen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, die in den Bestand aufgegangen sind, umfassen ungefähr 6.000 Bände. Zum Thema Halle haben wir um die 4.000 Bücher hier, sind auch viele kleine Einblattdrucke dabei, die teilweise unikat sind. Aus den Kirchenbibliotheken Sangerhausen, Weißenfels und Schneidlingen haben wir als Dauerleihgabe die sogenannten Deposita, ca. 4000 Titel hier stehen. Eine umfangreiche Handschriften-, Urkunden- und Notenmanuskriptsammlung befindet sich hier, sind ungefähr 700 Stück. Die meisten Bücher sind so 16. bis 19. Jahrhundert und hin und wieder gibt es natürlich auch das eine oder andere Buch, was doch defekt ist. Gerade die Einbände ist häufig das Problem. Hin und wieder leider auch Schimmelbefall oder die Holzwurmproblematik, was man in den alten Büchern hin und wieder mal hat durch diesen Knochenleim. Der schmeckt eben nach 500 Jahren den Holzwürmern auch noch. Also wir hatten gerade im vergangenen Jahr hier eine große Aktion, dass die Holzwürmer begast wurden. Wir hoffen, das Problem ist jetzt erledigt, aber es ist natürlich schwierig bei diesen Holzregalen. Die ganze Konstruktion hängt dran. Nach wie vor sind wir eine öffentliche Bibliothek, durchgehend seit 1552. Man kann hier lesen, aber nur nach Voranmeldung ist eine Präsenzbibliothek. Wer selber mal einen Fuß in die Marienbibliothek setzen möchte, kann sich unter der eingeblendeten Webadresse über Öffnungszeiten und Führungstermine informieren und auch gerne eine kleine Spende dalassen. Habt ihr euch nicht auch schon immer mal gewünscht, euren Lieblingskünstler live und das auch noch in eurem Wohnzimmer zu erleben? Die weltweite Bewegung Sofa Sounds macht das möglich. Mehr zum Konzept und auch zum Erfinder erfahrt ihr im nächsten Beitrag. Du bist ganz knapp meine Nummer 1 hier im Laden. Bist jung, motiviert für jeden Spaß zu haben. Also lass uns wahrnehmen wie bei der Entdecker. Meatball Inspector, Stockholm bis Mekka. Ein Aufräumt des New Yorker Quickstart. Letztes Jahr im August hat das angefangen. Das heißt, da hat Leonie, die war in London bei einer Show und fand das super großartig und wir haben uns dann irgendwo mal getroffen, zufällig. Und ich hatte halt auch schon die Idee, irgendwie, ich möchte gerne sowas machen, mit Bands einladen, mit Musik. Und dann hat das irgendwie ganz gut gepasst. Leonie hatte irgendwie schon eine Band eingeladen oder zwei Bands, hatte aber noch keine Location und nichts weiter. Und dann haben wir uns einfach zusammengetan und dann kam Birk auf einmal auch noch mit dazu beim ersten Gig und dann war das so. Nebo für sein Ungeheuer, mach dich bereit für die Show, Welt der Abenteuer. Hast du Feuer, wird man oft gefragt, und obwohl er keins hat, hat er ja gesagt. Also wir haben ja ganz klein angefangen, das war am Anfang wirklich nur über Mundpropaganda in der Hoffnung, dass überhaupt jemand kommt. Und sie kamen, die Leute, das war schon mal schön. Und
bei uns ist es ja, dass man sich über diese Website anmelden kann, über sofasounds.com. Und die Anmeldungen sind eigentlich stetig gestiegen. So seit unserem Geburtstag im August hatten wir ja einfach dann immer 80 Anmeldungen im Dreh und das war eben großartig. So. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass eben viele Leute gekommen sind und sich interessieren. I had to run the whole world around before I drowned in what I never found. Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren auch mal ein Wohnzimmerkonzert bei mir zu Hause gehabt in Leipzig. Ja, und das war super. Also ich finde das ein echt ganz starkes Konzept und Sofa Sounds ist da, denke ich, relativ ähnlich, ja. Es geht natürlich ums Musikmachen und wir machen ja Musik und die will natürlich auch gespielt werden irgendwie dann mal. Und dann ist so ein Format natürlich super, irgendwie erstens in unserer Stadt und dann mit den Leuten so nah beieinander zu sein, ist auch irgendwie eine schöne Chance. Also oft ist es irgendwie, dann kommt da mehr rum als auf einer riesen Bühne, wo man dann irgendwie einen Meter höher steht oder zwei oder so. Von daher, oder? Ja, absolut. Ja, doch. Das ist ein schönes Format, weil das auch unserer Musik ganz gut entspricht, weil es ja nicht so eine Draufgänger, brutale Musik ist, wo alle extrem abgehen müssen, sondern in so einem kleinen Rahmen kann man auch schön direkt mit den Leuten, die vor einem stehen, agieren und kann auch mal was Ruhiges spielen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Nein, haben wir nicht bereut. Also wir können unsere Kosten decken und gerade in Leipzig gibt es viele Organisationen, die unentgeltlich arbeitet und wir nehmen das ja auch, wenn wir irgendwo auf Partys gehen, wo wir keinen Eintritt zahlen oder wenig nur. Und ja, so geben wir der Stadt auch noch ein bisschen was zurück mit ein bisschen Live-Musik. Genau, von daher wollen wir es eigentlich so fortführen. Also nicht unbedingt größer werden, weil das dann eben vermutlich eher verloren geht. Aber immer wieder neue tolle Bands einladen, neue Leute, schöne Locations finden. Es ist jedes Mal wieder was anderes. Ja. Du kennst Rap nicht, ich kenn dein Name. Ich schick dich in den Schallplattenladen. Ja. Du kennst Rap nicht, ich kenn dein Name. Ich schick dich in den Schallplattenladen. Ja, Rap und ich haben was gemeinsam. In unserem nächsten Beitrag geht es um das bekanntlich bunte Nachtleben in Leipzig. Unser Team hat dabei ein ganz besonderes Juwel für euch entdeckt. Sagen wir eigentlich auch erstmal Hallo oder quatsche ich gleich los? Im Herzen von Leipzig versteckt sich eine der interessantesten Musikbars, das Tonellis. Bei Besitzer Tonelli liegt die Musikalität in der Familie. Da meine Mutter Sängerin ist, erinnere ich mich irgendwann dran, dass ich eigentlich doch gerne Musik machen wollte und bin dadurch zu Musikern gekommen, die mich auf die Idee gebracht haben, doch eine Gaststätte aufzumachen, wo jeden Tag Musik drin ist. Damit fügt sich die Bar ins musikalische Bild der Stadt. Eine Musikszene gibt es in Leipzig auf jeden Fall, die gab es immer schon, auch früher schon, mit vielen Bands. Und es gibt auch drei oder vier Musikschulen hier in Leipzig, wo ständig junge Musiker ausgebildet werden. Wenn es so viele Musikschulen gibt, dann muss es da auch einen Ort geben, wo die sich auch mal ausprobieren können und jeden Tag spielen können. Die Bar besticht durch ihr vielfältiges musikalisches Angebot. Montag ist Jazz, Dienstag ist Gitarre, Mittwoch ist Rock'n'Roll, Donnerstag ist Blues oder sogar eine Open Mic, wo man sich als Laie anmelden kann, mit einer Profiband zu singen. Und am Wochenende sind halt geplante, gebuchte Bands. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wir haben eine Küche, wir haben am Wochenende einen Grill draußen, wechseln auch ständig wöchentlich die Essenskarte und also es ist alles abgedeckt. Egal ob Hunger, Durst oder Tanzlaune, das Tonellis ist einen Besuch wert. Und oft genug steht der Chef sogar selbst auf der Bühne. Been on hold, baby! Ever since the day we met! Yeah. I've been down hard, baby.
Wer oder was ist eigentlich diese Monstronale jedes Jahr im April? Ein Kurzfilmfestival. Wir haben für euch zusammengefasst, was euch dieses Jahr erwartet. Mein Name ist Christian Schunke, ich bin der Festivalleiter des Monstronale Festivals. Tja, warum Kurzfilm? Warum ein Kurzfilmfestival? Ich persönlich mag Kurzfilme sehr, weil sie sehr, sehr kurz Geschichten auf den Punkt bringen können. Und ja, also wenn man davon ausgeht, dass Filme immer ein Stück Seele des Regisseurs abbilden und auch ein Stück Weltseele mitbringen, dann sind Kurzfilme sozusagen eine Essenz dieses Stücks Seele. Das Monstronale Kurzfilmfestival ist insofern besonders, dass wir zum einen in Sachsen-Anhalt das einzige internationale Kurzfilmfestival sind. Zum zweiten haben wir auch einen medienwissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, wir haben ein Programm innerhalb des Festivals, das sich mit einem bestimmten Thema im Film auseinandersetzt. Delicat et sensible. Wir haben dieses Jahr das Thema Angst. Zum Thema Angst im Film gibt es auch ein kuratiertes Programm am Freitag des Festivals mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema Angst im Film. Also wie wird Angst im Film umgesetzt? Inwiefern wird mit den Zuschauern gespielt durch bestimmte Effekte innerhalb des Films oder wie wird im Film Angst erzeugt? Im Moment haben wir knapp über 3000 Einreichungen. Das heißt, das wird sehr spannend, was dann letzten Endes für Filme im Wettbewerb landen. Ansonsten haben wir neu dabei Short Docs. Da geht es um Kurzdokumentationen, maximal 15 Minuten Länge. Auch dort gibt es eine Jury und einen Publikumspreis. Und abschließend wird dann am Peißenshaus das letzte Kurzfilmprogramm laufen und auch der Abschlussfilm des Festivals. Ja. Das fünfte Monstronale Kurzfilmfestival findet vom 20. bis 23. April an unterschiedlichen Spielorten in Halle statt. Mit dabei sind das Labim, das Puschkino, das Puschkinhaus mit dem großen Saal und das Peißenshaus. Und damit ist die 50. Sendung von UniTV auch schon wieder zu Ende. Wir hoffen, es hat euch auch diesmal wieder gefallen und wir konnten euch gebührend unterhalten. Damit bis zum nächsten Mal. Jetzt aber wirklich abschalten.